Ich grüße euch. Es wurde die Frage gestellt, wie man aus einer Freifläche, aus der ein Gebäude erstellt wurde, eine ovale Form rausschneidet. Jetzt kann ich natürlich einen Kreis reinsetzen oder eine Ellipse, um eine ovale Form herzustellen. Ich gebe das mal Steuerung E. Ich gebe das mal so richtig drüber, dass man jetzt sieht, dass es auch da funktioniert. Ich nehme die Freifläche. Ich nehme das Freiflächenwerkzeug danach. Ich drücke auf die Leertaste. Es findet die Kontur. Er fragt, neue Punkte hinzufügen, was ich auch kann. Oder einen Durchbruch erstellen. Okay. Steuerung 3. Das heißt, ich habe sofort, wenn auch eine ganze Menge neue Punkte hinzugefügt werden, genau das rausgeschnitten. Eine andere Möglichkeit wäre, zurück, eine andere Möglichkeit wäre, ich mache mir hier aus dem Ding ein Morph zum Beispiel, oder eine Decke, ich mache es mit einer Decke, ist gescheiter, einfacher. Eine Decke, Steuerung HTST. Ich sage, die ist 10 Meter hoch, Oberkante 10 Meter. Die müsste nicht jetzt rausschauen aus meinem Modell, und zwar ordentlich, ja. Und Steuerung L, ein neuer Layer, dem ich einen sinnvollen Namen gebe. Ich mache dann ganz gerne, die Wiederholung ist ausgeschaltet, sehr viele X drauf, damit ich es dann schnell finde in einer langen Liste, solche Dinge. Und das Ding schalte ich dann aus. Okay. So, jetzt einen SOE-Abzug, Planung, einen Solid-Elemente-Abzug, SEO. Ich sage, das Teil als Ziel, das Teil als Operator, Abzug, ausführen. Dann kann ich das schließen. Und jetzt, wenn ich das jetzt auf diesen Layer lege, den ich gemacht habe, auf diesen XX-Layer, dann würde es verschwinden und ich sehe das Loch. Jetzt möchte ich aber noch weiterarbeiten. Rechte Maustaste. Schauen wir mal, ob dieser Abzug erhalten bleibt, wenn ich es in einen Morph verwandle. Auswahl in Morphs konvertieren. Okay. Nein, bleibt nicht erhalten. Egal. Steuerung E. Ich gebe das etwas tiefer runter. Ich mache mir einen Schnitt dazu, damit ich es im Raum drehen kann. Vielleicht so. Ich schaue in diese Richtung. Schnitt dieser hier. Steuerung D. Drehe ich das. Steuerung E. Ich nehme es noch etwas weiter runter. Dann wieder der SEO-Abzug. Planung. Solid-Elemente-Befehle. Das hier als Ziel, weil ich es ins Morph verwandelt habe, verschwunden ist, mache ich es nochmal. Das war nur eine Probe. Das hier als Operator, Abzug, ausführen. So, Steuerung 3. Das heißt, hier habe ich jetzt so eine ovale Form. Das ziehe ich eine, ziehe ich vom anderen ab. Und ich lege jetzt das, das habe ich eh schon markiert, damit markiere ich es nochmal, ist grün, auf diesen unsichtbaren Ebenen, Layer. Und schon habe ich das rausgeschnitten. Ovale Form, schräg im Raum. Jetzt könnte ich das hier wieder in einen Morph verwandeln, dann hätte ich wieder ein einziges Ding und wäre nicht mehr abhängig davon, was auf dem Layer X liegt. Aber der Vorteil vom Layer X ist, also diesen weg damit, dass ich das jetzt nachträglich immer noch ändern kann. Beispiel, ich nehme Einzelauswahl, das Teil oder eigentlich die Umrandung ist gescheiter, bearbeiten, verändern, Größenänderung, 200% um diesen Punkt.
Das heißt, jetzt ist das Ganze auch noch konisch. Natürlich darf ich jetzt nicht vergessen, den Pfeil wieder umzustellen auf schwarz. Und STRG L, wenn ich jetzt die Ebene wieder ausschalte, habe ich ein konisch zugeschnittenes ovales Loch in meiner Pseudo-Gebäudeform. Gut, einmal bis hierhin und viel Spaß damit.